Hallo, Hallöle, hier meldet sich die Samal zurück aus Dessau. Immer noch. Nach meiner letzten Ankündigung habe ich euch ja gesagt, dass sich euer Leben verändern wird, was ihr als nächstes seht. Aber, das war ja auch nur ein Witz, aber es hat sich in der Zeit bei mir selber sehr viel verändert, eigentlich mein komplettes Leben ein wenig doll. ja, deswegen heißt dieses Video auch Oha! Neues Leben, neues Glück für die Saar? Fragezeichen. Und die Himmelskörper-Premiere. Darauf komme ich später nochmal zurück, aber ich beginne jetzt mein Leben alleine in der Saar. Alleine. Ich habe ja Freunde, also bin ich nicht ganz so alleine, aber halt, ja. Ich will darauf jetzt auch nicht weiter eingehen. Ich suche eine Wohnung. Ich bin auf Arbeit, Theater, Sport und Wohnungssuche. Und ja, sitze jetzt hier in der Übergangslösung. Ist ein bisschen stressig alles zurzeit, habe ich mir selber zuzuschreiben. Es war meine eigene Entscheidung. Es gibt aber Hoffnung auf die Unterwegs in Dessau Videos, denn die gibt es weiterhin. Und die mache ich weiterhin für euch. Mit einer Ausnahme, es gibt kein Unterwegs in Dessau 10. Deswegen mache ich dann später bei 11 weiter. Ja. Es ist doch auch mal lustig, so zu springen. Ja. Gut. Ich will nicht, wie gesagt, nicht weiter drauf eingehen. Ich habe einen neuen Lebensabschnitt. Das ist meine Sache und fertig. Ich mache weiter mit meinen YouTube-Videos und das interessiert euch doch bestimmt. Und was euch auch noch interessieren würde, worüber ich jetzt gerne quatsche, ist unser Theaterstück. Es heißt Himmelskörper und es ist ein Projekt des Theaterjugendclubs von Dessau, des Arlentinischen Theaters. Am 5.5., also nächste Woche Dienstag, ist die Premiere von unserem Theaterstück um 17 Uhr im Alten Theater. Das habe ich jetzt schon so oft angepriesen. Und jetzt gibt es auch Karten. Eine Theaterkasse für 5 Euro. Und die 5 Euro sind sehr gut investiert, denn dieses Stück ist der Hammer. Ich spiele selber so mit. Ich war bei der Entwicklung dabei. Und es ist wirklich toll. Also, es ist ja nicht etepetete, ich bin jetzt der Mond. Sondern ich bin der Mond. Ja, und das ist. Für jeden eigentlich was dabei. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, wirklich da mal vorbeizuschauen. Das sind Momente, die mich glücklich machen. Ja, also ich werde das auch nochmal in die Gruppe der Sommer meiner Heimatstadt posten, der Premierentermin und die anderen Termine, weil ich das als sehr wichtig empfinde. Für die Dessauer auch mal ein bisschen Kultur zu schnuppern. Und wo ja eigentlich fast immer was los ist, ja. Wir haben jedes große Theater, ne? Das war's von mir.
Nächste Woche sind wir ja schon in der Endprobenphase jetzt vom Theater her. Und ich werde versuchen, für alle, die es interessiert, ein Preview-Video zu drehen. Ein Preview-Video oder Fotos zu machen. Weil man wirklich mal einen Einblick kriegen müsste, was da geht. Ja, gut, dann verabschiede ich mich. Ihr wisst jetzt alles, was sich in den letzten Wochen im kleinen Teil entwickelt hat. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Und auf das fröhlichere Zeiten kommen. Hey! Tschüssi, Lisa aus Dessau verabschiedet sich.